Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Dead Island 2 Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start. Und im heutigen Video habe ich einige Tipps und Tricks für euch vorbereitet. Ein paar Fehler, die ich selbst gemacht habe und aus denen ihr hoffentlich lernen könnt. Das erste Wichtige ist die Kaufentscheidung. Wie immer ist hier die richtige Erwartungshaltung entscheidend. Sind es die 60 Euro wert, obwohl man nur knapp 20 bis 30 Spielstunden rausbekommt? Genau zu dieser Frage habe ich schon ein eigenes Video gemacht, das findet ihr jetzt oben rechts in der Infokarte oder einfach das letzte Dead Island Video abchecken. Und für die Unentschlossenen habe ich dort ebenfalls ein Gewinnspiel am Laufen, wo ihr einen PS5-Key gewinnen könnt. Und hey, was ist ein Gewinnspiel, wenn man nicht auch zwei draus machen kann? Ihr könnt nämlich hier unter diesem Video ebenfalls unter den Kommentaren einen PS5-Key für das Spiel gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur einen Kommentar mit dem Wort Verlosung darin enthalten zu schreiben. Es reicht auch nur das Wort Verlosung und schon nehmt ihr teil. Am Sonntag wird ausgelost und ja, wenn ihr schon beim ersten mitgemacht habt, habt ihr somit eine doppelte Chance. Und wo wir schon dabei sind, ihr könnt ebenfalls noch auf meinem Instagram-Account ein fettes Merch-Paket zu Dead Island 2 gewinnen. Einfach dazu dem Link in der Videobeschreibung oder hier im angepinnten Kommentar folgen, dann kommt ihr direkt zum Post auf Instagram und dann kann ich euch, wenn ihr gewonnen habt, direkt kontaktieren. Das geht auf YouTube nicht so einfach, deswegen muss das über Instagram laufen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch für den Support ein bisschen was zurückgeben kann und vielen Dank nochmal an Plyon an dieser Stelle, dem Publisher des Spiels, fürs Verfügbarmachen. So, machen wir weiter mit dem eigentlichen Thema und zwar den Fehlern, die man machen kann. Das erste ist die Charakterauswahl. Hier ist wichtig zu beachten, dass die Attribute gar nicht so entscheidend sind. Beweglichkeit zum Beispiel, das betrifft nur die Geschwindigkeit des Gehens und meistens lauft ihr in Dead Island sowieso umher. Das bedeutet, ob ihr hier 5 Sterne habt oder nur 1 Stern bei Beweglichkeit, ist ziemlich Jacke wie Hose. Außerdem ist die Gesundheit auch nicht ganz so entscheidend, denn oftmals heilt ihr euch entweder durch Blocks oder perfekte Konter oder eben durch spezielle Fähigkeitskarten. Also auch das ist gar nicht mal so wichtig, wie man am Anfang denkt. Und eben die angesprochenen Fähigkeitskarten sind viel entscheidender, denn jeder Charakter hat 2 spezifische, die nur dieser Charakter hat. Und deswegen solltet ihr hier lieber darauf achten. Es gibt zum Beispiel einen Charakter namens Amy, die hat eine Fähigkeit, dass sie mehr Schaden an isolierten Zombies macht. Aber das hier ist Dead Island 2, da sind meistens Zombies in Herden unterwegs, deswegen macht diese Fähigkeitskarte einfach nicht so viel Sinn. Genauso wie Brunos Fähigkeitskarte, dass man Zombies von hinten mehr Schaden zufügt. Auch eher selten, weil man denen meistens konfrontal gegenübersteht. Hingegen Jacob, Ryan, Danny und Carla sind alle auf ihre Art und Weise sehr gut. Hier könnt ihr den Charakter nehmen, der euch vom Spielstil am meisten zusagt. Ryan und Carla sind eher so die Tanks, Danny für schwere Angriffe zuständig und Jacob eher mit den leichten und schnellen. Die Fähigkeitskarten besprechen wir im Detail nochmal später, jetzt geht's erstmal zu den Waffen. Gute Waffen bekommt ihr am Anfang vor allem über Safeboxen und Sicherungskästen. Fangen wir mal mit den Safeboxen an. Die sind überall auf der Karte verstreut und ihr könnt sie auch sehen, wenn ihr die Karte öffnet. Um sie zu öffnen allerdings, müsst ihr spezielle Zombies dafür in der Nähe töten, die einen Schlüssel fallen lassen. Das sind auch nicht nur irgendwelche Zombies, also ihr müsst dafür nicht eine Horde voller Zombies töten und einfach hoffen, dass dieser Schlüssel droppt. Nein, das sind wirklich sehr spezielle Zombies, die auch immer einen eigenen Namen haben und die immer etwas über eurem eigentlichen Level sind, also sehr leicht zu erkennen. Alle anderen Zombies könnt ihr in der Nähe also ignorieren. Die spawnen sowieso die ganze Zeit permanent, mit denen müsst ihr euch gar nicht weiter aufhalten. Und wenn dieser Zombie einfach nicht in der Nähe spawnen will, dann einfach nochmal kurz weggehen und wiederkommen später, denn manchmal spawnen die erst nach einer gewissen Haupt- oder Nebenquest oder wenn ihr eben nochmal das Gebiet verlasst und wiederkommt. Und die sind immer thematisch angehaucht, sodass sie zu dem jeweils verschlossenen Gegenstand passen. Also wenn das eine Militärkiste ist, dann müsst ihr auch einen Militärzombie töten und so weiter. Daneben gibt es noch die Sicherungskästen, da verhält es sich sehr ähnlich. Die Sicherungen sind allerdings super selten und ihr solltet immer welche beim Händler kaufen und dabei haben. Es wäre wirklich ein Fehler, ohne die Welt zu beschreiten. Und ihr bekommt hier immer, genauso wie bei den Safeboxen, die bestmögliche Waffe raus und dazu noch Upgrade-Materialien. Deswegen, wenn ihr schon, sagen wir mal, auf Level 14 seid und einen Haufen Level 14 Waffen im Inventar habt, dann macht das vielleicht gar nicht so Sinn, noch einen Sicherungskasten zu öffnen, sondern sich den lieber aufzusparen für spätere und höhere Level. Und gerade wenn ihr die erste legendäre Waffe schon mal erhalten habt, dann habt ihr immer die Chance, aus solchen Boxen ebenfalls weitere legendäre Waffen zu bekommen. Deswegen hebt euch manche davon ruhig etwas auf und macht nicht alle auf einmal.
Die Nebenquests solltet ihr auch nicht vergessen. Hier gibt es exklusive Fähigkeitskarten, die ihr wirklich auch nur da bekommen könnt und oftmals verschlossene Gebiete. Also wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, dann ist die Chance groß, dass da eine Nebenquest ist, die euch weiterführt. Und da könnt ihr eben noch weitere Saves, Lootmöglichkeiten in den neu geöffneten Gebieten freischalten, die ihr später wieder besuchen könnt, wenn ihr die jeweiligen Schlüssel habt. Eine gute Waffenauswahl ist außerdem wichtig, da ihr Elementimmunitätszombies manchmal habt. Also wenn da ein Schockzombie ist, dann bekommt er von Schockwaffen einfach keinen Schaden. Auch wenn das ein Schockschwert ist und das Schwert eigentlich immer noch Schaden machen müsste, aber gut, dazu habe ich mich schon in meinem Review ausgelassen, ist halt so. Deswegen ist es wichtig, jedes Element einmal dabei zu haben, auch damit ihr Umgebungsrätsel und Kombinationsmöglichkeiten habt. Wenn zum Beispiel eine Herde von Zombies im Pool unterwegs ist, dann Elektrowaffe zücken und einmal kurz ins Wasser stechen und zack, schon sind alle Zombies am Verbrutzeln. Ähnlich, wenn alle in Öl getaucht sind, dann könnt ihr kurz mal eine Feuerwaffe rausholen. Außerdem ist das auch einfach für die Abwechslung schön, immer wieder andere Effekte bei den Zombies zu sehen, während die gerade ableben. Wobei, die sind eh schon untot, aber ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls könnt ihr auch manche Kombinationen selbst hervorrufen, indem ihr zum Beispiel die Wurfgeschosse benutzt. Die sind auch sehr wichtig und laden sich einfach nur anhand eines Timers wieder auf. Das sind also keine Dinge, die ihr wirklich verbraucht. Deswegen immer wieder ausnutzen. Zum Beispiel die Chemiebombe, die Gegner in Wasser taucht und dann habt ihr einen Elektrowurfstein oder eine Elektrowaffe, die alle Zombies in der näheren Umgebung gleichzeitig dem Blitzelement aussetzt. Also immer wieder die Augen offen halten, eben nach Kombinationsmöglichkeiten, Kanister auf Zombiehorden werfen und dann eben mit einer Feuerwaffe draufschießen oder ähnliches, damit eine Kettenreaktion ausgelöst wird und ihr auch eure Haltbarkeit der Waffe ein bisschen schont. Denn ja, eure Waffen können auch kaputt gehen. Und hier kommt gleich das nächste große Thema, wo auch ich einige Fehler gemacht habe, nämlich bei der Frage, welche Waffen sollte man eigentlich behalten, welche reparieren, welche mitleveln und wenn man keine Verwendung mehr dafür hat, sollte man die eigentlich lieber recyceln oder verkaufen. Also, reparieren könnt ihr eigentlich so gut wie alles. Das macht auch am Anfang gerade Sinn, das kostet auch nicht allzu viel. Aber irgendwann werdet ihr so zugeschüttet mit Waffen, dass es nur noch Sinn macht, die für euer aktuelles Level zu behalten und der Rest kann weg. Und Waffen hochzuleveln macht in den wenigsten Fällen Sinn. Vielleicht am Anfang, wenn ihr dann eine blaue Waffe gefunden habt und ansonsten nur grau oder grün im Inventar habt. Oder am Schluss für einige legendäre Waffen, die ihr unbedingt behalten wollt. Oder wenn ihr einige Waffen findet, die bessere Mods haben, als ihr selbst craften könnt. In solchen Fällen macht es durchaus Sinn, die Waffen hochzuleveln. Aber wirklich nur in diesen Ausnahmefällen, denn das geht sehr stark ins Geld, sollte also nicht bei jeder Waffe gemacht werden. Den Rest also entweder verkaufen oder recyceln. Aber was denn nun von beidem? Beim Recyceln ist das Problem, dass eure Crafting-Materialien ein Maximum haben. Also vielleicht am Anfang macht das noch Sinn, die grünen und blauen Waffen zu recyceln, aber irgendwann werdet ihr hier sehr schnell voll sein. Ihr solltet sogar in regelmäßigen Abständen sowas wie Schrott oder Stoff verkaufen, weil ihr so viel davon looten könnt, dass ihr meistens unterwegs seid und schon gar nichts mehr davon aufnehmen könnt. Also deswegen recyceln, vielleicht noch am Anfang, aber später nicht mehr. Dann lieber die Waffen verkaufen. Und seid ihr unterwegs und könnt mal keine Waffe mehr aufnehmen, weil euer Inventar voll ist, dann vermeidet es, Waffen zu recyceln, um Platz zu machen, sondern lasst die einfach da liegen, denn die werden automatisch in euer Lager teleportiert, wenn ihr beim nächsten Mal an einem seid. Es macht sogar Sinn eigentlich, Waffen da liegen zu lassen, damit ihr euch gar nicht darum kümmert, damit alle wieder im Lager auftauchen. Das ist sowieso angenehmer, dann könnt ihr die direkt verkaufen, denn die meisten Lagerplätze sind ja auch direkt bei einem Händler. Und mit dem Geld könnt ihr dann eben die wenigen Waffen, die ihr behalten und upgraden wollt, auch immer mit eurem Charakter mitleveln, denn auch wenn die Zombies das automatisch machen, die Waffen machen das ja meistens nicht. Und jetzt noch zu den Fähigkeitskarten. Die sind eigentlich genauso wichtig wie die Waffen. Die erste Reihe dabei beschreibt eure aktiven Fähigkeiten, darunter zum Beispiel sowas wie der Dropkick, und darunter könnt ihr Spezialisierungen freischalten, also eure aktiven Fähigkeiten eben noch ein bisschen so anpassen, dass sie zu eurem Bild und eurem Charakter passen. Wenn ich zum Beispiel als Danny spiele, lege ich besonders Wert auf schwere Schläge, also fokussiere ich mich da auch bei den Fähigkeitskarten drauf. Jacob hingegen ist eher für die leichten und schnellen Schläge zuständig, macht also weniger Sinn, dem Fähigkeiten zu geben, die schwere Schläge verstärken. Und selbst solo kommt ihr so super leicht zurecht, wenn ihr euren Bild und eure Waffen eben ein bisschen darauf aufbaut. Genau das gleiche auch bei den Mods.
Also wenn ihr Modifikationen wählt, die eben zum Beispiel schwere Schläge verstärken, gerade da nicht Elementmods, sondern die passiven weiteren Mods, dann könnt ihr da auch einen tollen Bild raushauen. Und vor allem wichtig, hier auch auf die Konter zu gehen, gerade wenn ihr Solo spielt. Also entweder indem ihr perfekt ausweicht oder indem ihr perfekt blockt. Das solltet ihr möglichst früh lernen, denn damit heilt ihr euch auch. Das ist eigentlich somit die beste Heilungsquelle im Spiel. Und wenn ihr bei einem Bosskampf seid und mal ein bisschen brenzlig die ganze Situation wird, dann beachtet vor allem die kleineren Zombies, die so in der Gegend herumschwirren. Einfach da kurz perfekt ausweichen, perfekt blocken, zack, einen Konter und schon seid ihr wieder gut hochgeheilt. Gerade wenn ihr da auch noch die passenden Fähigkeitskarten habt, die eben das noch ein wenig erhöhen. Gerade bei Danny hat mich beeindruckt, wie locker leicht ich durch so eine Zombie-Horde durchmarschieren kann. Vor allem, weil sie auch noch geheilt wird jedes Mal, wenn sie einen Zombie tötet. Deswegen ist die passive Heilung so stark gewesen, dass ich mich eigentlich so gut wie nie heilen musste. Außer bei besonders kniffligen Bosskämpfen, aber da waren eigentlich die kleinen Zombies eher meine Heilmethode, also Medikit. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Wie weit seid ihr schon? Habt ihr das Spiel schon durchgespielt oder seid ihr noch vor der Kaufentscheidung? Falls ja, macht unbedingt beim Gewinnspiel mit. Ich wünsche euch da sehr viel Glück. Wie immer versuche ich auf alle Kommentare einzugehen, wenn es die Zeit hergibt. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Badududum, United Potatoes, badududum. United Potatoes, badududum.